Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der auferstandene Jesus Christus sei mit euch. Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Teilnehmer, liebe Zuschauer, die Sie verbunden sind durch OFTV hier aus der Basilika Herz Jesu. Wir feiern hier eine österliche Messe am dritten Sonntag in der Osterzeit. Wir haben Gäste aus Syrien. Jabel Norbert kommt aus Luxemburg, Belgien. Wir sind verbunden mit vielen Menschen, ja, in nah und fern. Heute, der 1. Mai, Tag der Arbeit, aber für uns auch in Obertshausen ganz besonderer Tag, denn normalerweise wären viele von uns heute gar nicht hier, sondern in Caravaca in Südspanien. Dort begann heute Nacht die große Feier zu Ehren des Heiligsten Kreuzes von Caravaca. Wir haben in den letzten 2 Jahren, da wir auch nicht nach Caravaca reisen konnten, Messen übertragen auf St. Thomas Morus zu Ehren des Heiligen Kreuzes. Heute um 12 Uhr ist die große Festmesse dort im Innenhof der Burg. Viele Menschen werden kommen. Wir fühlen uns mehr denn je verbunden mit ihnen. Der Glaube, er eint, er ist verbreitet auf dem ganzen Erdenrund. Im Kreuz ist das Heil, im Kreuz ist die Hoffnung, im Kreuz ist das Leben. Und wir nun zum Herrn rufen im Kyrie. Vergebung und Verzeihung unserer Fehler und Sünden schenke uns nun der allmächtige und uns liebende Herr. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, lass die österliche Freude in uns fortdauern, denn du hast deiner Kirche neue Lebenskraft geschenkt und die Würde unserer Gotteskindschaft in neuem Glanz erstrahlen lassen. Gib, dass wir den Tag der Auferstehung voll Zuversicht erwarten, als einen Tag des Jubels und des Dankes. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen verhörte der hohe Priester die Apostel.
und sagt: Wir haben euch streng verboten, in diesem Namen zu lehren. Ihr aber habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt. Ihr wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus und die Apostel antworteten: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ans Holz gehängt und ermordet habt. Ihn hat Gott als Herrscher und Retter an seine rechte Seite erhoben, um Israel die Umkehr und Vergebung der Sünden zu schenken. Zeugen dieser Ereignisse sind wir und der Heilige Geist, den Gott allen verliehen hat, die ihm gehorchen. Dann verboten sie den Aposteln, im Namen Jesu zu predigen, und ließen sie frei. Die Apostel aber gingen weg vom Hohen Rat und freuten sich, da sie gewürdigt worden waren, für Jesu Namen Schmach zu erleiden. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise: Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus, Zwilling, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas fangen. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen. So voller Fische war es. Da sagte der Herr, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot. Sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot. Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da ging Simon Petrus und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht.
Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Brüder und Schwestern im Herrn, noch einmal haben wir soeben einen Abschnitt aus den Osterevangelien gehört. Der Herr ist auferstanden. Kein Hirngespinst, keine Auferstehung im Herzen. Nein, die Jünger haben den Herrn mit Leib und Seele gesehen. Es ist wichtig, dass wir wirklich als österliche Menschen leben und wirken und diese Botschaft verkünden. Ja, in diesen Minuten bewegt sich in Caravaca eine große Prozession hinauf zur Burg, zur Feier der Messe. Wieso haben wir denn hier in Obertshausen eine so intensive Beziehung, eine Freundschaft, darf ich wirklich schon sagen, es sind ja auch Pilger hier, die schon da waren, mehrfach zum Teil, mit Caravaca de la Cruz. Wie ist das entstanden? Vor über 60 Jahren, da kamen Menschen aus Caravaca de la Cruz hierher nach Obertshausen, um hier zu leben, um hier zu arbeiten. Und einer ist geblieben, Luis Galvez. Er kann heute nicht dabei sein, er feiert die Heilige Messe am Fernsehen mit. Er kam mit seinen Eltern vor über 60 Jahren und er blieb hier, wie gesagt, und er wirkt sehr segensreich. Er ist Stadtrat, Leiter des Vereinsringes und er hat die ganzen Beziehungen ins Leben gerufen. Es gibt hier einen großen spanischen Elternverein und er hat in den 80er Jahren Reisen organisiert in seine Heimatstadt. Reisen zu den großen Fiestas. Und dann war natürlich auch der damalige Bürgermeister Robert Roth dabei, Magistratsmitglieder und auch Stadtverordnete. Und dann gab es eine Fahrradgruppe, die ist die 2000 Kilometer von Obertshausen nach Caravaca mit dem Fahrrad gefahren. Und dann besuchten in den 90er und 2000er Jahren Vertreter der Stadt Caravaca de la Cruz und die ersten Gruppen aus dieser Stadt kamen nach Obertshausen. Es gab Gegenbesuche und so hat sich die Beziehung immer mehr gefestigt. Ja, und dann gab es auch das internationale Jugendcamp in Caravaca. Da waren auch Jugendliche aus Obertshausen dabei. Es war im Jahre 2010 unser Bürgermeister Bernd Roth und der Stadtrat Michael Möser. Aber dann vor 10 Jahren genau begannen die jährlichen Pilgerreisen. Immer am 29. April ist der Abflug. Am 5. Mai kehrten wir immer zurück. Jetzt hat der neue Bürgermeister von Caravaca mir in dieser Woche ein Schreiben gesendet und er hat mich gebeten, es euch, aber auch allen, die uns verbunden sind, zu verlesen. Er schreibt: Lieber Pfarrer Norbert Hoffmann, der Bürgermeister von Caravaca de la Cruz, José Francisco Garcia, er drückt seine Dankbarkeit für so viele Jahre aus, in denen sie zu den Fiestas della Santissima und Vera Cruz, also des Heiligsten und Wahren Kreuzes, aus Obertshausen gekommen sind, vor allem aus den Pfarreien Herz Jesu und St. Thomas Morus, eine Tradition, die seit 3 Jahren durch Corona unterbrochen wurde. Caravaca de la Cruz und Obertshausen sind seit Jahrzehnten eng miteinander verbunden. 2012, da wurde ein Freundschaftsvertrag unterzeichnet zwischen den Obertshäuser Pfarreien und der Bruderschaft vom Heiligsten Kreuz, natürlich dann auch mit der Stadtpfarrkirche St. Salvator. Diese Verbindung bekam
auch ein sichtbares Zeichen im Jahre 2016 durch die Einweihung des großen Caravaca-Kreuzes, das größte der Welt außerhalb von Caravaca, auf dem Pilgerplatz St. Thomas Morus. Anwesend waren da der damalige Bürgermeister, aber auch der Bischofsvikar von Caravaca, Jesus. Ja, und dann in Caravaca erinnern wir uns mit großer Freude an die Präsenz der deutschen Pilger in unserer Stadt in diesen Tagen des Monats Mai, an ihren fröhlichen und enthusiastischen Charakter und ihre aktive Teilnahme an den religiösen Gottesdiensten, an den Festen, an den Prozessionen, aber auch an den großen Paraden der Maurenchristen und der Weinpferde. Im Vertrauen darauf, dass sie auch im nächsten Jahr wieder das Patronatsfest mit uns feiern können, verabschieden wir uns mit einem herzlichen Gruß im Namen auch der ganzen Stadt Caravaca de la Cruz und aller Einwohner und bitten Sie, es an alle Ihre Gemeindemitglieder und darüber hinaus weiterzugeben. Ja, mein besonderer Gruß gilt in dieser Stunde dem Bischof von Murcia, Cartagena, José Manuel, dem neuen Pfarrer von San Salvator und dem Wallfahrtspfarrer Emilio von der Basilika in Caravaca. Sie haben mich immer von Anfang an, war es nämlich, als Mitbruder willkommen geheißen. Ich gehöre zu Ihnen. Auch ein herzlicher Gruß an die Bruderschaft vom Heiligsten und Wahren Kreuz mit dem neuen Präsidenten Luis Malga Roya Amarda, an den Bürgermeister von Caravaca, José Francesco Garcia, an den Milgachor mit Francesco, an die Pferdegruppe Pena Jupiter mit Juan und an alle Penas und Caravaquenos. Auf Wiedersehen im nächsten Jahr. Wir kommen, wir freuen uns schon sehr darauf. Amen. Sprechen. Jesus Christus hat durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung uns das ewige Leben erworben. Das Kreuz ist dadurch zum weltweiten Siegeszeichen geworden. Zu ihm rufen wir. Für alle, die ein schweres Kreuz zu tragen haben,
die Corona-Kranken und alle Kranken dieser Welt, die Flüchtlinge, Hungernden, die Einsamen und Verlassenen, um Vertrauen und Zuversicht zum Herrn. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Menschen in Caravaca, welche heute und in diesen Tagen das große Fest zu Ehren des Heiligen Kreuzes feiern, um den Geist der Gemeinschaft in dieser heiligen Stadt und um die Vorfreude für den Mai 2022. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle Pilger, die in diesen Tagen in Caravaca sind, und für alle, welche die Geschwisterlichkeit und die Herzlichkeit dort erfahren dürfen, um die Zeichen des Gebetes und der Verbundenheit. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle Jugendliche und junge Erwachsenen unserer Pfarreien, welche auf dem Weg zum Weltjugendtag in Madrid in Caravaca de la Cruz eine zu Herzen gehende Gastfreundschaft erfahren durften, um eine bleibende, lebendige Liebe zum Heiligen Kreuz. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle Menschen, welche das Caravaca-Kreuz tragen, um eine immer tiefer werdende Freundschaft zu Jesus Christus. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Beten wir auch für alle Menschen in der Ukraine, für alle Menschen, die auf der Flucht sind, die auch in unserer Stadt Heimat gefunden haben. Christus, höre uns. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Sei gegrüßt, o heiliges Kreuz, in alle Zeit und Ewigkeit. Amen.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, nimm die Gaben an, die deine Kirche dir in österlicher Freude darbringt. Du hast ihr Grund gegeben zu solchem Jubel. Erhalte ihr die Freude bis zur Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Er bringt sich dir allzeit für uns dar und steht vor dir als unser Anwalt. Denn einmal geopfert stirbt er nicht wieder, sondern lebt auf ewig als das Lamm, das geschlachtet ist. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, darum bitten wir dich. Sende herab deinen Geist auf diese Gaben und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, den am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Peter und allen Bischöfen
unseren Priestern, Diakonen und Ordensleuten und den Menschen in der Ukraine, mit allen, die auf der Flucht sind, mit all unseren Kranken und Leidenden und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke alle unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit unseren Namens- und Pfarrpatronen, den heiligen Thomas Morus, Benignus, Johannes Paul II. Und Nikolaus, mit der heiligen Helena, dem heiligen Johannes vom Kreuz, den Stadtpatronen von Caravaggio de la Cruz, mit dem heiligen Erzengel Michael, dem Patron von Kiew und der Ukraine und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. So lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Und so wollen wir rufen, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, schau vielmehr auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Seht, Christus, das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi.
Lasset uns beten. Ewiger Gott, du hast uns durch die Ostergeheimnisse erneuert. Wende dich uns voll Güte zu und bleibe bei uns mit deiner Huld, bis wir einmal mit verklärtem Leib zum unvergänglichen Leben auferstehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Ja, wir haben auch Gäste aus der Ukraine. Sie wohnen hier in Obertshausen. Sie haben an der Messe teilgenommen, kommen nun durch die Sakristei hier zu uns. Ich möchte Ihnen auch ein Karawaka-Kreuz überreichen. Ja, liebe Schwestern aus der Ukraine, herzlich willkommen hier in unserer Basilika, hier in Obertshausen, Herz-Jesu-Basilika. Wir haben gerade eben, Sie haben hinten dran teilgenommen, die Heilige Messe gefeiert, heute am 1. Maisonntag, eine Woche nach dem Osterfest, ja, der orthodoxen Kirche. Hier möchte ich sagen, Sie gehören zu uns. Fühlen Sie sich wohl. Durch eine Fügung habe ich die Woche jemanden kennengelernt aus der Pfarrei, der sich auch kümmert um die Menschen in der Nachbarschaft. Und gestern kam dann die Idee, ich sage es weiter, nehmen Sie teil. Und wir haben heute die Heilige Messe gefeiert zu Ehren des Heiligsten Kreuzes von Caravaca. Das ist eine heilige Stadt in Südspanien. Und dort beginnt ein großes Fest jetzt um 12 Uhr mit der Heiligen Messe. Wir sind ihnen sehr verbunden und viele waren schon mit dort gewesen. Und es ist eine Fügung, dass sie jetzt gekommen sind, dass sie auch mit uns verbunden sind. Wichtig ist der gemeinsame Glaube über die Grenzen hinweg. Wir haben seit dem 24. Februar in jeder Messe gebetet für die Menschen der Ukraine, auch eben heute auch wieder, in den Fürbitten. Wir erwähnen sehr oft den heiligen Erzengel Michael, den Patron von Kiew und der Ukraine. Und ich möchte Ihnen nun ein Caravaca-Kreuz überreichen. Ich gebe Ihnen nachher noch auch für alle Menschen aus der Ukraine in der Nachbarschaft, die heute nicht kommen könnten. Das ist ein Zeichen. Viele tragen es, Hunderte allein hier in unserer Stadt Obertshausen. Ich verschenke jeden Tag. Heute sind Sie es, die es bekommen. Wir beten für Sie, wir unterstützen Sie, ja, soweit wir können. Und viele Menschen, ja, und gestern haben Gläubige aus der Ukraine in St. Thomas zugerufen, die Menschen hier in Obertshausen sind sehr gut zu uns. Das möchte ich einfach auch Ihnen, euch bekannt geben. So segne Herr diese Caravaca-Kreuze für unsere Glaubensbrüder und Schwestern aus der Ukraine. Wir sind Ihnen verbunden. Ich gebe den Segen nachher auch über die Ukraine. So segne Herr diese Caravaca-Kreuze im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie da sind. Ja. Sie bleiben da noch. Ja, bitteschön. Ja, bitteschön. Ja, ja, Sie bleiben noch da. Gell? Sie bleiben noch da. Ja. Beten wir für alle Opfer, aber auch, dass wieder Frieden einkehren möge. Beten wir den Herrn. Kein Gebet ist umsonst. Wir leiden mit ihnen. Wir leiden mit ihnen. Der Herr sei mit euch. Gott, der allmächtige Vater, segne euch und schenke euch gedeihliches Wetter. Er halte Blitz, Hagel, Stürme, Dürre und jedes Unheil von euch fern.
Er segne die Felder, die Gärten und den Wald und schenke euch die Früchte der Erde. Er begleite eure Arbeit, damit ihr in Dankbarkeit und Freude gebrauchet, was durch die Kräfte der Natur und die Mühe des Menschen gewachsen ist. Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komm über euch und unser Land, über unsere Nachbarländer, über die Ukraine, über Oweri Nigeria, Karawake de la Cruz und Obertshausen, über eure Arbeit und die Früchte der Erde und bleibe bei uns alle Zeit. Ein Wort des Dankes, Herrn Thorsten Jaschek vom OFTV-Sender für die Übertragung, Herrn Kontert für das Orgelspiel, das frühe Orgelspiel, Herrn Herbert Massot auch für die Trompete und unseren Messdienern, all die gekommen sind. Geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn, Halleluja, Halleluja.